So, und da heiße ich euch herzlich willkommen im zweiten Teil von Banjo-Kazooie, und zwar dem Nachfolger, ja, Banjo-Tooie, der zweite Teil, wie gesagt. Ja, es gibt hier einige neue Features. Ihr habt gesehen, auch im Anfang, das Design hat sich ein bisschen geändert. Im Gegensatz zu Banjo-Kazooie ist das jetzt alles ein bisschen anders geworden. Es gibt hier auch wieder drei Spielstände. Hier können wir jetzt einen Spielstand kopieren. Ich sehe hier gerade, es ist alles auf Englisch, deswegen gehen wir mal ganz kurz auf Settings und Language. Und stellen mal ganz kurz auf Deutsch um, den Rest lassen wir alles so. Und ja, es gibt hier auch einen Mehrspielermodus, auf den ich leider nicht näher eingehen kann, da ich alleine bin und gegen mich selber spielen ist doof und übers Internet kann ich da nichts machen, deswegen, ja, kann ich da nicht näher drauf eingehen. Vielleicht gibt es sich irgendwann mal die Möglichkeit, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir starten jetzt in das Spiel rein und wünsche euch viel Spaß mit diesem Let's Play. Los geht's! Zwei Jahre sind nun vergangen, seit Banjo und Kazooie die böse Grundhilda zu Fall brachten. Nach dem Sturz aus ihrem Turm begrub man sie tief unter der Erde, wo sie bis zu eben diesen Tage blieb. Nicht gut, Herrin kann Felsen immer noch nicht heben. Ja, ist gut so. Alles nur wegen befeuerten Bär. Hat wohl einen kleinen Sprechfehler, der Gute. War ja im ersten Teil nicht so, habe ich mir extra gemerkt. Und hier sind wir nun im Banjos Haus, wo alle bei einer besinnlichen Runde Poker sind. Mumbo, gut spielen, hat viel Bares von Bär. Er hat recht, Kazooie. Da geht dein Vogelfuttergeld hin. Sei da nicht so sicher, Banjo. Hey, schaut mal raus! Die Hexe Grundhilda kommt. Grunti kommt. Wo, Kazooie? Ich sehe sie nirgends. Oh, falscher Alarm. Bottles. War wohl nur Einbildung. Komm, Knochenfratze, spielen wir. Ich habe heute Glück. Unterdessen. Ist auch cool, Banjos Haus. Irgendwie so in den Felsen reingemacht, muss ich schon sagen. Richtig cool. Hätte ich schon im ersten Teil anmerken müssen. Was ist denn da hinten jetzt? Oh, oh, die Erde bebt. Oh nein, was kommt da nur? Hört auf, mit dem Tisch zu wackeln. Mir wird sonst schlecht. Mumbo, nicht mit Tisch wackeln. Ganzes Haus wackeln. Da fällt Mumbo vom Stuhl. Vielleicht sollte mal jemand draußen nachsehen. Ich hoffe jetzt nur, dass Audacity so aufnimmt, wie ich möchte. Aber das wird schon tun, sonst ist was los.
Und da kommt ein riesiger Bohrer. Hui, 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 hui. Grüner Rauch. Was ist das denn? Ist die hässlich? Beeil dich, Blubbella. Unser Schwesterchen wartet. Oh. Flup. Eilen, wir sollten Grunti sonst böse wird. Dann von mir du runtergehen. Die Gundofa. Zur gleichen Zeit. Es hat aufgehört. Was das wohl war? Los, Katsui. Mal sehen, was da so groß gerumst hat. Ah, aber draußen ist es dunkel und ich habe Angst. Mumbo, viel mutig. Ich gehe schauen. Gleich zurück sein. Ja, Mumbo, dann mach das mal. So ein Trottel, was? Komm, Banjo, hilf mir mal. Katsui. Diese alte Schummlerin. Da konnte ich jetzt leider nicht mehr mitlesen. Grunti, nicht Sorge musst du haben. Ihre Schwestern helfen wird. Feld sehr groß ist. Kräfte verbinden wir müssen. Gruntis Schwestern sollten jammern. Mitnichten ihr Zauber wird Felsen gleich richten. Keine Ahnung, ich komme jetzt irgendwie nicht gerade so mit. Sie heben den Felsen. Oh nein, oh nein! Und lösen ihn auf. Gegangen der Fels, so kommen du kannst. Rostfarbene Unterhose. Gruntilda. Wieso lebt die noch? Die ist ja halb verhungert. Meine Güte. Nein, 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 was ist geschehen? So habe ich doch nicht ausgesehen. Hübsch, Grunti aussieht. Abgenommen, du hast. Ich will meinen Körper. Ich hasse Knochen. Könnt ihr mir helfen? Ich muss darauf pochen. Ja, ein Plan wir haben. Also zurück zum Schloss. Also Mädels, macht mich heil. Dann versohlen wir Banjos Hinterteil. Haben die im zweiten Teil immer noch? Anscheinend die, ja. Das nicht gut sein, ich has Banjo erzählt. Grrr, Schädelmann hat uns gesehen. Ihn wir müssen wegspritzen. Überlasst ihn mir, Mädels. Er ist kein Problem. Erst mach ich ihn platt, dann zum Schloss wir gehen. Ja, zielen kann es aber auch nicht. Schätze, mein Vogelfutter ist mir sicher, oder Banjo? Aber du hast gemogelt, Katsui, das ist nicht... Alle rennen müssen schnell Grunti kommen. Mensch, Mumbo. Mein ist die Rache. Ich treff ihn jetzt prompt. Mal sehen, wie dem Pelztier das bekommt. Weißer Bildschirm. Hilfe!
Ja, ja, Schädelbube. Und ich wette, sie hat zwei Köpfe. Nicht Witz. Seht. Zauberspruch kommen. Er hat recht. Schnell, alle raus. Ja, aber wo kommen die denn jetzt raus? Darauf fall ich nicht noch einmal rein. Ich bleibe hier sitzen. Ups. Ja, das war jetzt ziemlich ungesund, denke ich. Beeile du dich, wir gehen müssen. Wartet, Schwestern, ganz auf die Schnelle, bekam der Bär eine Riesenschelle. Wohl eher der arme Bottles. Truppen, wir lassen da, die Gegend zu zerstören. Okay. Stopp, warte auf mich, Herrin. Nein, Klongo, nein, du bleibst hier. Doch komme ich bald zurück zu dir. Tja, Pech, würde ich sagen, ne? Der Morgen bricht an. Und Spiral Mountain sieht ziemlich mitgenommen aus. Und da ist Banjos Haus völlig zerstört. Oh nein. Mumbus Kopf tun weh. Seht unser Haus. Ja, wenigstens sind alle noch heil rausgekommen. Alle? Moment mal, wo ist die Brillenschlange? Oh Gott. Der arme Bottles. Oh, oh, Maulwurf nicht gut aussehen. Es ist sogar schlimmer. Grundy hat den armen Bottles getötet. Im ersten Teil war er sowieso nicht allzu beliebt. Katsui! Entschuldigung. Grundy haben Haus zerstört und Bottles getötet. Sie bezahlen müssen. Bär und Vogel hinter Hexe her. Mumbo euch später treffen. Super, ich liebe es, Hexenhintern zu versohlen. Gehen wir, Banjo. Ich fürchte, es wird diesmal ziemlich anstrengend. So. Und da können wir jetzt auch direkt reinstarten in das Spiel. Wie wir sehen, es hat sich ein bisschen was geändert. Oh nein, diverse Insekten fangen an. Reges Interesse an meinem... Ja, wir können jetzt mit dem Bottles auch nochmal sprechen. Der gibt uns sozusagen nochmal ein Tutorial in die Einführung, unsere alten Moves. Haben wir noch drauf? Huch, was ist denn jetzt? Hilfe! Ja, wie jetzt? Hilfe! Ich heiße Geryl und brauche Hilfe. Ich bin von Grillparty geflogen und dann unter diesem etwas schwergewichtigen Felsbrocken gelandet. Weg damit! Ich bekomme kaum noch Luft. Ja, aber der müsste doch eigentlich platt sein, ne? Der Fisch. Ja. Der bringt nichts, also da kommen wir später nochmal vorbei. Das ist jetzt unser Haus, der arme Bottles. Wir legen hier eine Schweigeminute ein. Da. Genug geschwiegen. Wir schauen uns schnell mal das Haus an. Wir gehen mal kurz rein. Ihr wisst ja, wie es im ersten Teil aussah. So sieht es jetzt im zweiten Teil aus. Alles kaputt. Nun gut.
Also, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Spiel jetzt. Genug herumgespielt. Ich will nämlich auch nicht gar so lange machen. Ich will nämlich gerade mal eine Stunde aufnehmen. Weil ich einfach jetzt richtig Lust dazu habe, damit Bottles nicht wieder das Quatschen anfängt. Hier sind nochmal die Maulwurfshügel. Da können wir jetzt uns nochmal Tutorials anschauen. Und es kommen wieder eine kleine Cutscene. Ja, da wackelt natürlich gleich die ganze Ortschaft. Wenn der da drauf haut. Harre, harre, harre. Befürchter Bär und Vogel kommen. Ich warte auf Herren hier. Keine Ahnung. Ich habe die Dialoge irgendwie anders im Kopf. Deswegen nicht böse sein, wenn ich mich hier ein paar Mal ein bisschen täusche. Wir schauen uns aber hier erstmal um. Wir haben blaue Eier. Hä? Nimm die Eier als Munition. Ja, wir haben auch ganz neue Anzeigen. Neue Gegner. Sammle Honig, um Energie wieder aufzufüllen. Ja, den Typen da, den werden wir noch kennenlernen. Der, wo da unten so spricht. So, irgendwie könnte ich mich hier entsinnen, dass eine leere Honigwabe hier war. Könnte ich das sein? Nö. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe auch kein Lösungsbuch. Also irgendwie in der Art schon, aber das ist nicht mehr ganz vollständig. Was auch ziemlich gut ist. Rote Federn. Also das ist jetzt nochmal hier eine kleine Einführung. Und ja, die Musik ist auch hier etwas anders. Also es hat sich viel geändert in Banjo-Tooie. Also es ist nicht mit dem ersten Teil zu vergleichen. Es gibt auch viele neue Kameraeinstellungen, wie ich finde. Honigwaben sehen auch anders aus. Alles hat ein bisschen neueres Design bekommen. Aber im Grunde ist alles dasselbe. Und ich entsinne mich... Ach ja, Grundhildas Mund, den gibt's ja auch noch. Ja. Dieses Bliep, Bliep, was ihr im Hintergrund gehört habt, das werden wir noch öfter hören. Das ist nämlich das Spawn-Geräusch von dem Gegner. Das heißt, die Gegner spawnen immer wieder nach. Oh, Flugplatte. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Okay, es ist eine Zeit her, dass ich hier gespielt habe. Deswegen nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen jetzt hier nicht so orientieren kann. Ja, wir werden jetzt erstmal hier den Spiralmount unter die Luke nehmen, weil ich ganz sicher weiß, dass es hier einige Sachen gab. Es wird auch garantiert nicht langweilig werden, weil wir nämlich ganz viele neue Sachen lernen werden. Also ist jetzt nicht einfach... Ja, genau. Prima, du hast eine meiner fehlenden Seiten gefunden. Komm zu mir, wenn du 5 Seiten hast. Ich bin in Gruntis altem Versteck. Im Spiralmountain. Ja, da ist das gute alte Shadowbuch. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz nachschauen. Ich will wieder alles mitnehmen. Allerdings werde ich nur wieder gucken, wo die Dings sind und wie das dann alles funktioniert. Das muss ich dann aus dem Kopf wissen oder selbst herausfinden. Es gibt nur eine Shadow-Seite. Es gibt hier ein Chinjo, das können wir aber erst viel später holen. Absolviert das Tutorial. Okay, mehr gibt's hier anscheinend nicht. Ich könnte... Naja. Okay, also hier gibt es nur die Shadow-Seite und ein Chinjo. Das Chinjo können wir erst später holen. Das weiß ich aus Erfahrung. Die Gründe werde ich jetzt nicht spoilern. Es ist halt einfach so. Halt den Mund. Wir können 100 blaue Eier tragen, standardmäßig aus. Also das heißt, die Cheats vom ersten Spiel sind noch aktiv sozusagen. Auch wenn man die Cheats vom ersten Spiel nicht gemacht hat, hat man trotzdem 100 Eier. Aber ich finde es cool, dass man nicht alles nochmal neu machen muss. Man hat die Moves drauf und es wurden neue reingemacht. Das finde ich sehr gut. Und guck mal, wen wir da haben hier im Krabbohr-Tunnel. Na,
Klungo, was los? Ich finde es auch gut, dass solche Nebencharaktere jetzt ein Ding bekommen haben. Diener mit Demenz. Harr, 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 wenn darf nicht. Find Bär und Vogel haben Herrin vor viel ge... okay. Also dann würde ich mich erinnern. Harr, 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 ihr seid bescheuert. Dafür können wir richtig reden. Harr, harr, was? Klungo ist jetzt böse. Also Entschuldigung, ich kann den Typen einfach nicht reden, da muss ich mich zu viel drauf konzentrieren und der frisst jetzt einen Zaubertrank oder so. Na, was jetzt? Clever Klungo versteckt. Ja, okay, der wirft jetzt mit Tränken nach uns. Wir rennen hier einfach im Kreis. Lalalala. Ey. Hilfe! Was ist jetzt kaputt? Hallo! Entschuldigung, Leute, ich bin gleich wieder da.